Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scrap Mechanic. Und wir hängen hier immer noch an unserem lustigen Fahrzeug. Noch, ne? Also immer noch, jetzt Folge 2. Jawohl. Wir kommen gut voran. Wir kommen ganz gut voran. Ist das nicht schon Folge 3? Es ist Folge 3. Siehst du, ich bin hier voll in der Parallelwelt. Bei mir ist es nur Folge 2. Ja, beim letzten Mal, es war ja doch schon eine kleine Katastrophe, nachdem wir festgestellt haben, okay, wir haben jetzt hier Ewigkeiten vergessen, den Links hier miteinander zu verbinden. Ja, man muss eigentlich den Links schon wieder weggemacht. Darum. Nichtsdestotrotz finde ich aber, auch wenn wir uns vielleicht mal breit anstellen, ist das kein Grund, dass ihr beleidigend werdet in den Kommentaren. Das muss ich einfach mal sagen. Denken wir an so, Leute, dann schaut es einfach nicht an. Wir legen echt Wert auf einen respektvollen Umgang und ihr wollt das sicherlich auch so. Von daher, seid einfach nett oder kommentiert nicht. Das stimmt. Aber ansonsten, wir sind jetzt trotzdem hier schon ein bisschen vorangekommen. Wir haben jetzt schon mal hier eine Federung reingebaut vorne. Sieht doch ziemlich cool aus, kann ich schon mal losfahren. Na, irgendwie, wir haben jetzt gerade, also die Dinger sind nicht an. Na, warum denn nicht? Nee, doch, die sind, aber wir haben keinen Knopf. Wieso den Knopf? Na, irgendwie. Weil, hallo, nein, reinsetzen, losfahren. Habe ich schon gemacht, geht andere, aber nicht. Andere Fahrer. Ach, der andere Sitz. Mann, das war deine Konstruktion. Meine? Oh. Okay. Ja, man sieht das vorne, die quietschen vor allem so lustig, wenn das mal hört. Aber könntest du mal mit einsteigen, weil du kannst nämlich steuern. Dann mal kurz los. Ja, die quietschen ein bisschen. Ey, kannst du mal aufhören? Hallo. Was denn? Kannst du mal bremsen, bitte? Bitte. Fährst du mich über den Haufen und dann soll ich einsteigen. Ja, das passiert. So, komm mal rein. Ich bin drin. Wo lang? Ist mir egal. Okay, du steuerst. Ich muss ja lenken. Problem ist nur, wir müssen vorne irgendwie noch ein bisschen mehr Gewicht hochkriegen. Ja, das Ding geht immer hoch. Jetzt gibt es nochmal nicht so viel Gas. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Ist er drin? Hilft aber nicht. Vorwärts. Ey, wir brauchen vorne mehr Gewicht, eindeutig. Ja, das geht so nicht. Weiß bloß noch nicht wie. Wobei das schon ganz geil ist hier. So Lowrider-Style. Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Wir wissen Bescheid, wir brauchen mehr Gewicht. Das kriegen wir hier. Oh, wir haben irgendwie ein bisschen schräg geparkt. Ja gut, aber da hilft ja jetzt auch der Lift. Den mal mitnehmen hier. Guck mal. So, und hinten machen wir das breiter, hast du gesagt. Mhm. Das ist der Plan. Na, dann machen wir das mal. Wir haben da ja, was haben wir denn genommen? Ich verstehe immer noch nicht so Metall. Ganz, warum. Warum? Ja, warum? Warum der immer so abhebt. Ich meine, klar, die Beschleunigung ist schon krass, ne? Aber ja. Das Dumme ist ja, je mehr wir hinten ranbauen, umso problematischer wird das Ganze. Oder es hebt gar nicht mehr, das kann auch sein. Wobei ich sagen muss, die anderen Dings haben mir besser gefallen, aber die sind höher. Die anderen Federn, oder was? Naja, dann nehmen wir die doch. Also ich habe damit jetzt kein Problem. Ja, wo bauen wir die ran? Die sind auch dort. Aber die sind so hoch. Na, oder hinten dann. Das Ding hängt dann, weiß ich nicht, sieht dann das irgendwie sieht irgendwann aus wie ein Monster-Truck und nicht hier wie so ein, weiß ich nicht, Hot Rod irgendwas. Hot Rod Monster Truck. Ein Hot Rod Monster Truck. So, wir wollen ja das mal hinten ein bisschen breiter. Ja, ich mach schon, ich mach zwei breiter. Na. So, das schon mal das. Oh, schön jetzt vergessen. Ey, jetzt hör doch mal auf hier rumzubauen, ich will mal was bauen. Ja, dann bau. Wie gesagt, zwei nach vorne. Müssen aber drei machen. Drei? Ja, das ist super. Eine dicke Karre hier, dann geht das. So, dann nehme ich mal hier noch irgendwie die Dinger weg. Momento, ich mach das mal eben. Na, dann mach mal. Ich guck mir das hier mal an. Sehr schön. Okay, jetzt würde er natürlich noch krasser abheben, haben wir ja gesagt. Ja, was machen wir mit den Reifen? Die packen wir schon an den Rand, ne? Wie? Welche Reifen? Naja, wir haben ja jetzt gerade hinten keine Reifen. Ja. Also quasi. Ja, mal aufzudrängeln. Strängel doch nicht. Du stehst einfach im Weg. Ich lass mal runter hier. Dann lass ich's runter. Mal kurz oben rauf gucken. Weiter runter, ich komme nicht hoch. Düs. So, gut, aber also hinten. So, rein theoretisch, ich muss mal gucken, wie breit sind die denn? Nee, die Reifen, die großen. Warte mal, ich hol mal. Ich glaube, die sind 4 breit oder so. Die sind riesig. Oh, ja, hier. Nee, ich meine so im Sinne von, wenn man die ranpappt. So, warte mal hier. Nee, die sind schon echt breit. Kurz gucken, wie viel das ist. 5, glaube ich. 1, 2. Du sollst jetzt nicht schon wieder alles abbauen. 1, 2,
Er müsste, also rein theoretisch, ich weiß nicht, ob es reicht, dann müsste man mindestens drei bauen, wahrscheinlich. Drei was? Na, drei müsste man jetzt bauen hier. Ach so, die Länge, damit da die. Ah, okay. Ja, wenn man die integrieren wollen würde. Naja, ich fände es schon ganz sinnvoll irgendwie, also dass das dann halt gut aussieht. Okay. Aber du hast jetzt zwei am Rand. Nee, hey, was baust du denn hier? Ich muss mir jetzt Ey, mal hört kurz doch mal auf zu angucken. dringeln, ich verbaue mich jedes Mal. Ja, jetzt bin ich Ja, du schuld. hast mich gerade geschubst und habe ich Los. voll das Ding Los. weggezwirbelt. Gut, ja. Okay, also eins, zwei, drei, alles klar. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, was du da gemacht hast. Natürlich hier noch so ein Antriebsding da drin. Ja. So, Moment, hier ist das B-Ring. So, das reicht noch nicht. Moment, das war. So, jetzt B-Ring. So, ne? Achso, und dann außen natürlich wieder zubauen. Klar. Korrekt, Oh, also. das sind die falschen. So. Na? Nehmen wir so hier. Na, hier so. Na, was machst du denn da? Na, ich hab gebaut. Ja. So, und hier fehlt. Ach nee, da hast du es mit Absicht so gemacht, dass da eins vorguckt. Okay. Naja, eigentlich nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, ob es hilfreich ist, dass hinten keine Federung ist. Ja, Ob wir wirklich nur das können wir vorne dann immer brauchen. noch prüfen. So, dann mal, wie sieht das aus, das Ding hier? Sitzt natürlich genau neben. Ich hoffe, da dreht sich noch das Rad. Das hängt ja sowieso ziemlich nah dran, aber. Ja, wir können es ja mal probieren. Ich verbinde das mal. So, Moment. Mit dem Motor. Welchen hatten wir denn dafür? Irgendeinen der hinteren, ne? Ja. Der hintere sogar, glaube ich. Okay, so, das ist. Die Richtung ist richtig. Ja. Okay. Jetzt muss mal hin. Oh Mann. Lift ist natürlich nicht weg. Steht ja auch da. Ist ja geil. Nüt. Ist so lustig, Oh Mann. als wenn er die Luft rausgelassen hat. Oh, da ist was nicht. Was ist denn da los? Was ist denn hier auf der linken Was Seite ist los? denn da passiert? Da Warte fehlt mal. noch die Verbindung. Was ist denn das? Nee, ich glaube, warte mal. Okay. Ja, ne? Ich hole mal hier kurz den. Ey, nein, ey, hört doch mal auf, hier rumzubauen. Ich baue doch nicht, ich Nein, habe es machen doch wir nur diesen blöden Lift aufgesetzt. weg. Warum? Wollen wir nicht. Na gut. Dann connecte das mal irgendwie sinnvoll. So. Jetzt müsste das Jetzt. eigentlich hinhauen, theoretisch. Okay, nächster Versuch. Huch. Mal einsteigen hier in die Karre. Ja, okay. Ja, gib mal richtig Nö, Gas. Wenn man sieht, ob die Reifen sich die ganze Zeit drehen. Ja, tun sie, ist doch theoretisch. super. Alter, was war das denn? Sind wir gerade über die. Hallo? Sind wir über die Blumen gestolpert? Über den Kiesel. Bei mir im Rückwärtsgang. Oh Mann, ey. Ja, bei mir Gib mal spasten hier Gas. gerade ein bisschen rum. Na, guck mal, guck da mal wieder ganz kurz auf mein Bild. Ich habe hier ein ernstes Problem. Das ist mir Hallo? klar. Das ist ja krass. Also, bei Mario sieht das vernünftig aus. Bei mir zotteln die hier richtig krass. Das sieht gut aus. Das sieht gut Kannst du aus. mal, du musst doch Ich schon mal muss mal zwischendrin kurz. mal kurz hier Ich bitte muss mal kurz nicht. absteigen. Bei mir spackt nämlich dieses Auto Du gerade musst mal richtig vom rum. Gas gehen. Du kannst nicht die ganze Zeit hier Turbo geben. Ich pass auf, nehme mal mit. Oh Mann, ey. Ja, ich gehe schon mal nach vorne. Das Kirchengebimmel wieder vor der Ja, Tür. das gehört dazu. Es ist Wochenende. Ja. Ihr kennt das ja schon. Das nervt mich. Dann müssen wir durch. Der Glockenseil durchschneiden. So. Ob der Glöckner das so lustig findet. Das ist die Frage, drehen die sich jetzt richtig korrekt? Also ich meine, jemals voll den Megaturbo. Also sah schon richtig aus. Das Problem ist aber, die sind so schnell, die Beschleunigung ist so schnell, dass sie irgendwie voll abheben. So. Ich weiß nicht. Also eigentlich. Hallo. Gut. Da kann das sein, dass das vorne noch nicht ganz symmetrisch ist. Doch. Nee. Da fehlt ein. Da fehlt was. Also fehlt nichts, da ist ein 1 Naja. zu, eigentlich Ach auch so, nicht. eins zu viel. Ach so. Ja, kann ja beides sein. Entweder fehlt's oder das ist zu viel. Nein. Nein, Oh, natürlich pass nicht. mal auf hier. Wir machen das mal nach hinten schwerer. Na, aber warum denn hinten schwerer? Es muss doch vorne schwerer sein. Nee, im Sinne von. Pass mal auf, ich mach das einfach Oh mal. Mann. Mario macht da irre Sachen. Sind welche eure Sachen?
Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich setze mich so lange hier in mein lustiges Fahrzeug. Oh, hier wird aber was zerstört. Nee, 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 nee. Was ist denn da oben jetzt gerade kaputt Was gegangen? hast du denn? Ach, das ist nach oben gefallen. Hä? Das ist Die Reifen hast du gerade abgemacht, wieder ja? der Schwerkraft. Können die Reifen wieder ran? Ja. Okay. Ist jetzt durchschaut, was es sein soll. Nö. Wenn Noch du nie nicht. aufpasst. Ja, das stimmt. Warte, lass mich gucken. Was ist da Ja, damit los? es vorne ein bisschen weiter nach unten Was ist. hast du denn gemacht? Ich habe nicht zugeguckt, was du gemacht Ja, hast. siehst Ich du, war du hier hast schwer mich jetzt, beschäftigt. ja, jetzt hier wird nicht diskutiert, jetzt komm, rennen wir. Los, lass uns überfahren hier. Wer So. hat denn diese Dinger dahin gebaut? Was Mann, ist ihr. denn hier noch? Was ist denn hier? Der Lift ist ja gar nicht da. Nee, die sind Warum? nicht verbunden. Ach, natürlich Ich hab's doch nicht. neu gemacht. Ich meine, Ja, hallo, was sollen die Dinger denn hier? Wir fallen da wieder drüber. Du Nein, weißt. ich habe die mit Absicht dann Ja, eben, gebaut. damit wir gleich wieder drüber fallen. Naja, damit wir doch mal üben Nein. können. Slalom. So. Der Ding ist so breit für Slalom. Da ist noch was nicht so richtig. Die Ja, weil drehen du sich wieder nicht in die natürlich richtige nicht beim Richtung. Connecten noch gepasst hast. Ich, So, nein, ja. einsteigen, einsteigen. Nö, nö, nö. Ja, aber du siehst ja, das Ding, das immer nach oben. Ja, da müssen wir vorne halt mehr Gewicht drauf. Ja, eben. Ich finde diesen Lowrider-Style echt voll geil. Ich muss mir so Rapmusik noch vorstellen. Was auch immer. Aber, du musst Ja? hinten bremsen, da ist ein Stein. Ach komm, Du kannst der hier einfach Stein. Vollgas jetzt auf den Stein drauf zu fahren. Mann, ey, das Ding ist viel zu schwer hinten. Ja, wir Jetzt. sitzen da. Auch das ist richtig. So, dann lass da mal irgendwie hier noch was ranhängen. Dann machen wir das noch eins höher. Weil vorhin. Hier haben wir was verloren. Ja, das habe ich doch gesagt. Dann kannst du mal kurz abbauen, das Auto fällt auseinander. Oh Mann, ey. Ui, 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 schleichen wir uns hier mal durch. Gucken, was Mario da macht. So. Immer ditte. Dann haben wir jetzt nämlich noch eins runtergebaut. Ja. Mit die Reifen, das sieht dann, glaube ich, ganz cool Ach aus, so, die du oben hast nicht gerade so weit schon. rausgucken. Ja, stimmt. Du meinst es einfach. Ah ja, verstehe. Bin mal gespannt, ob das wirklich hilft. Ja, natürlich, Also rein von das. der Theorie schon, klar, weil der Arsch dann oben ist. Ja, Arsch Aber hoch. Arsch hoch ist Sommer, oder was? Nein, hey, was? So, Ah, guck mal. schön. So. Bäm! Ey, was für eine Karre, komm, ehrlich jetzt? Und die Ja, fährt schon hallo. wieder alleine, weil es nicht richtig connected ist. Das ist nämlich der Grund, weshalb das immer alleine fährt. Oder weil die jetzt natürlich einfach Nee, ist wirklich logischerweise. so, ist wirklich so. Ich habe das im Singleplayer, getestet. Ja, oder es liegt einfach daran, dass sie bergab rollt gerade. Ja, das ist auch möglich, aber normalerweise liegt es daran, dass irgendwas nicht richtig connected ist. So. Ach so, alles richtig gedreht? Ja, habe ich gerade geguckt. Okay. So. Juhu! Nee, das ist noch nicht so. Nee, irgendwie nicht, ne? Da ist vorne einfach zu wenig Gewicht. Ich Boah, hab das wird auch voll. nicht besser, weil je mehr wir beschleunigen, umso krasser wird das dann vorne. Das Oh, ist jetzt eigentlich stopp. kontraproduktiv gewesen. Dann hängen da einfach vorne ja noch irgendwas Schweres dran. Dann müssen wir hier irgendwie noch zur Tarnung irgendwelche schweren Metallteile Ich habe mir runterbauen. so viel Mühe gegeben, hier die Dinge aus Aluminium zu bauen. Ja, aber das hilft ja nicht Und dann anscheinend. sowas. Ja, Dann wird's dann. halt Metall. Ja, eben. Punkt. Also oben. Oh. Naja. Super, toll, ey. Du machst mir das ganze Auto kaputt. Hoppala! Das war ein falsches Teil. Ja, du bist auch so upala. Hoppala! So, ja. Du wolltest das doch eh hübscher machen. Also, von Das war daher. schon hübsch, Alter, was soll denn das? Schwerer Das halt. disst mich. Ach, Quatsch. Das disst meine Baukünste Ja, nicht, die das nicht ist schon vorhanden wieder hier gar bei kein. Scrap Mechanic. Ja, merkst du was? So, dann hier halt nochmal irgendwie. Ach nee, das ist zu tief. Nee, so nicht. Nee, so soll das nicht aussehen. Aber Das das ist geht öfter mal korrekt. schief, so, aber trotzdem halt das runde Teil für vorne, ne? Hast du Ja, das am Start? habe ich natürlich, natürlich. Natürlich. Ja, jetzt fehlt natürlich hier, ne? Plop. Hast du gerade. Ich Warum habe hast doch du das Vorderrad gerade. aus Versehen abgebaut. Das habe Mann, ich. dann baust du wieder ran. Ja, du hast ja gerade gebaut. Moment, hier braucht diese runde Ding. Ich hab das. Ja, dann setz es mal wenigstens oben Aber drauf. ey. Welche Feder waren das, die kleine?
So, ich mach's mal eben. Nee, sabotiert Lift, wieder das Lift, Auto. Lift. Natürlich sabotiere ich das. Ich sabotiere die Arbeit, nicht das Auto. Ja, eben. Da kommt das gleiche raus. Das ach shit, warte mal, das B-Ring ist. Nee, das ist unten an dem Block dran, ne? Oben ist ja keins dran. Oder doch? Oh, das war falsch gebaut. Okay, so, B-Ring ran, Reifen ran. Ich hoffe, dass das jetzt genauso funktioniert wie vorher. Ach nee, shit, nee, warte mal, da ist doch ein B-Ring drunter unter der Feder, oder? Guckst dir da einfach dann da dran. Nee, dann müsstest du es ja wieder abbauen, oder? Ach nee, muss ich nicht. Aber alles cool, ich hab's vergessen. Hätte ich eigentlich auch gleich dran denken können. So, gut, B-Ring ran. Feder ran. Geht gar nicht. Warum geht denn die Feder nicht ran? Weil du das nicht direkt ans Bearing bauen kannst. Du meinst, warum das so gebaut ist, wie so verhandelt ist. Jetzt kommt nämlich erstmal das Ding ran. Ach, warte, alles klar. Ja, ich hab's verstanden. Die Lenkung ist oben. Ja, habe ich voll durchschaut. Ja, jetzt aber. Feder. Block. Bearing. Reifen, ja, das zack. Das Problem perfekt. Ist, es wird halt immer so extrem lang, wenn man hier so die Reifen dran baut. Man muss so schlecht weit oben anfangen. Also wir haben dafür halt noch keine Alternative gefunden. Das ja, ist nicht so gut. Einfach noch weiter oben anfangen. Ja, noch weiter, aber. Mit der Federung. So, connecten. Natürlich. So, das kommt jetzt mal dahin. Das Teil kommt. Also hinten kommt auf jeden Fall auch noch eine Federung ran. Steuerung. Ich weiß bis noch nicht genau, wo. Aber die müssen die gleiche Richtung zeigen. Dreht sich auch falsch rum. Ja, jetzt die noch. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Sagst du? Ja, ja, doch. Ich bin auch gespannt, ob das jetzt schon reicht. Also, okay, die sind richtig umgedreht. Ne, ich hab's gerade schon gedreht. Schepper. So. Rein ins gute Auto. Das reicht noch nicht. Aber, naja, wobei. Das ist schon besser geworden. Bisschen Federung ist ja gar nicht so schlecht. Ich mache es extra langsam, damit du hier mal vernünftig steuern kannst. Es ist ungünstig, dass man ausgerechnet vorne dann natürlich dann lenkt, ne? Naja. Oh, 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 oh. Ja, berghoch sollte es natürlich nicht so viel Gas geben, du weißt, ne? Ja, ja, ich weiß. So, naja, oh, oh, lass mal geradeaus. Jawohl! Ja! Oh! Ja, toll, super. Oh Gott, das tat bestimmt weh, wir sind vor dem Kopf gelandet. Uns fehlt noch so ein Überrollbügel. Ja, das stimmt. Komm noch. Ach Gott. Das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Die gute Karre. Ich meine, wenn quasi das Grundgerüst steht, dann ist der Rest ja nur Kosmetik. Das ist ja eigentlich ganz cool. Aber es ist halt immer noch so schwer. Hinten. Und vorne zu leicht. So ein bisschen kann man da bestimmt noch was machen. Ja, ich weiß noch nicht, ob wenn das insgesamt schwerer wird, das ganze Teil, dass das bringt. Aber ich würde gerne hinten noch eine Federung ranbauen, muss ich sagen. Ja, hätte ich ja auch gedacht, dass man das mal macht. Aber dann wird das ja hinten wieder so richtig hoch. Das ist halt das Problem. Naja, das ist ja nicht vermeiden, aber das macht nichts. Hm. Ich guck mal, was wir hier noch Schönes ranbauen könnten. Scheinwerfer. Die wichtigen Dinge. Eine Schraube. Nö, ist das hier ein I-Beam-Holder? Okay. Ein Radio? Gibt es schon immer ein Radio? Ein Radio gibt es schon eine ganze Weile. Da können wir gleich die Ghetto-Musik dazu anmachen hier. Ja, auf jeden Fall. Zu unserem Lowrider. Ist ja cool. Kann man das auch bedienen? Also irgendwie. Oh, nein! Ich hab Metall abgebaut. Ach, Mensch. Moment. Das ist schon echt lang, so eine Mega-Monster-Federung, ne? So, pong. Ja. So, ich wollte jetzt eigentlich heran. Ach, jetzt ist es an. Hörst du das? Ich höre das tatsächlich. Cool. Da Musik. Zum Chillen hier. So, das sind jetzt die Mega-Monster-Konstruktion. Auf der anderen Seite dann auch, warte mal. Oh, das war jetzt noch nicht so mega schlau.
Ja, ist halt die Frage, die ich mir gerade stelle, Ja. ob die Fed also ob das so eine leichte Federung für hinten echt geil ist, weil ich glaube es eher nicht. Nee, wenn dann halt so eine, also So eine etwas eigentlich so eine härtere richtig Federung. große, die Offroad-Federung. Ne, die habe ich gerade, Ach deswegen hängen die so so. durch. Ach so, du meinst dann also eigentlich die gleiche wie vorne. Ja. Ja, dann. Oder, warte mal, dann wolltest du nicht gerade aufbocken, das Ding? Ja, wollte ich eigentlich. Ja, machst du nicht immer. Ja, ich habe gerade den Lift So, gerade nicht am wow. Start. Gute Mucke. Ja. Naja. Ding. Didi. So, ich sehe nur Metallteile fallen. Ich Ja, schreibe mal ich auf. guck mal eben kurz hier. Machen das mal nämlich eins tiefer. Ich glaube, das könnte auch schon helfen. Weil ich muss nämlich bedenken, Ja. dass hier natürlich das ein bisschen nach unten hängt und wenn es draufsteht, das Gewicht vom Auto, dass die Ja. Feder sowieso durchgedrückt wird. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so dramatisch. Uff, das habe ich schnell gebaut. Ja, ich habe schon bereit gehabt. So, das Problem ist, müssen wir eigentlich auf der anderen auch gleich noch Ja, dann mach machen. mal. Sonst, ich weiß nicht, wie ich es gebaut habe. Okay, naja, erstmal, warte mal. Erstmal abbauen. Erstmal weg das hier. Warte mal, jetzt bin ich hier Na, du hast eins, zwei, hier. drei hoch. Genau. Also erstmal hier so einen Tetris-Block hinbauen, ne? So ein L. Irgendwie auf beide Seiten. Ja, korrekt. Quasi da und hier dann eigentlich auch. Oh, das war daneben. So, und dann in der Mitte. Doch, doch. Nee, Doch. wirklich nicht. Guck doch mal Doch. wieder auf die andere Seite. Hier. Ja, aber du hast es jetzt höher gebaut. Nein. Doch! Ja, weil oben das Ding noch fehlt. Nee! Doch, da sehe ich. Glaub mir doch mal, ich konnte mir das gerade hier völlig entspannt anschauen. Ja, das war, hör Oh. doch mal auf, jetzt hier zu Ja, ich wollte bauen. mitmachen. Nein. So, jetzt baut er die Suspension ran. Mach ich. Ja, das war nämlich, ich habe ja meine eigene Theorie hier quasi nicht befolgt, dass ich quasi das Ding jetzt so ranbaue, dass die Federung also nicht ganz so weit durchgedrückt wird. Ja, so, da oben fehlt jetzt aber noch so ein Metallteil, das bauen wir schnell zu. Okay. Wir verbinden das Ganze. Okay. Nee, warte mal. Was ist denn hier los? Ja, genau. Da fehlt dir nämlich so ein Teil in der Mitte, da muss man das Ganze wieder abmachen, ne? Was? Wenn ich hier. Warte mal. Vielleicht geht das jetzt auch schon. Na, hält doch. Ne, Hoffe ich. hatte ich gerade auch. Und dann, als du das Ding runtergelassen hast, ist das Metallstück abgebrochen quasi. Naja, das ist ein bisschen schwer aufgeschlagenes Teil. Aber Okay. schwach gebunden. Ja, wir gucken einfach mal. Ah, sieht gut aus. Gib mal Gas. Noch nicht perfekt, aber ist schon besser. Wir gehen in die richtige Richtung. Du fährst hier wie ein Anfänger. Ich bin Fahranfänger. Ja, das merkt man gar nicht. Oh Mann. Ja, komm hier, einmal in den Graben. Und wieder hoch. Ja, es ist ein bisschen ungünstig, dass man wirklich halt getrennt steuert und Gas gibt. Halt ja die Federung hin. Ja. Ich glaube, wir setzen hier ein paar Mal unten auf. Ich glaube auch. Oh, Ja, so stopp, wie das stopp, stopp, stopp. scheppert. Aber naja, es ist schon zumindest ein Anfang. Das stimmt. Aber ich glaube, wir machen hinten doch eine etwas nicht ganz so weiche Federung. Weil wenn das durchschlägt, quasi, ich glaube, dann setzen die Reifen unten auf. Ja, deswegen dann doch die kleine. Ja, lass mal machen. Naja, wir machen jetzt erstmal ein Päuschen. Ah, okay. Dann machen wir ein Und Päuschen dann und bauen wir haben dem das jetzt beim hier noch nächsten Mal. die Radkästen noch so ein bisschen drüber. Dann wollen wir hier so ein bisschen Überrollbügel, dass wir uns auch mal überschlagen können. Ohne dass wir uns gleich irgendwie das Genick brechen. Ja, korrekt. So sieht's Gut, wir aus. sagen danke fürs Reinschauen. Lasst uns ein paar Kommentare da und bitte nicht wieder so eine, ne? Die müssen. Beleidigenden Kommentare, die könnt ihr euch gleich klemmen. Ja, die werden gelöscht in Zukunft. Ja, definitiv. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, schönen Tag, wir sehen Bis uns. dann, ciao, ciao.